Naja, meine Oma hat gesagt, werde wie ich. Wie heißt es auf Deutsch? Jurist. Jury oder so. Nein, nicht Anwalt. Also auf Russisch heißt das Jurist. Ja, Jurist. Ja, auch so. So. Sie sagt, kannst das werden? Wirst du bald gebraucht? Sagt sie mir. Aber meine Mutter sagt, du kannst auch Kosmetikerin werden, weil du schminkst und so, das liebst du. Also, weil das braucht jeder jetzt in dieser Zeit. In einer kleinen Stadt gab es ein sehr großes Haus, das wirklich Wunderliche an diesem großen Haus war, dass in vielen Wohnungen auf unheimliche Weise ein Zimmer verschwunden war. Nur noch die Türe war übrig geblieben. Die Leute erzählen sich Geschichten, was wohl hinter der Türe sein könnte. Manche vermuten, dass es dahinter nichts mehr gäbe, nur noch ein großes Nichts. Ich habe mich von meiner Vergangenheit nicht getrennt. Ich träume noch sehr stark. Ich schreibe immer noch Lehrbücher, mache methodische Konferenzen. Es ist zwar lächerlich, aber es ist so. Wir haben zwar jetzt 20 Jahre Bundesrepublik, aber es gibt Karrieren von Bürgerinnen und Bürgern, die vorher eine relativ gut verdienende Schicht waren, die aber nach der Wende keine Arbeit mehr hatten. Also ich bin ja das beste Beispiel. Ich bin seit 92 arbeitslos. Oder um es positiv zu sagen, arbeitssuchend. Positiv ist überlebbar. Das ist schwer. So auch im Stegreif nicht. Was haben so die Leute gesagt, mit denen sie gesprochen haben? Говорит старуха деду, я в Америку поеду, заведу публичный дом, буду жить своим трудом. Sie sagen noch mal diesen englischen Slogan. Ja, das kann ich. Das können Sie. Das kann jeder. Ach, jeder, ja, aber dann man muss. Sie sind auch jeder. Los, yes. Yes. We can. We can. Na los, ein Schlag. Yes, we can. Yes, we can. Na wunderschön. Nun stellen Sie sich Obama vor, diese wunderhübsche junge Erscheinung, dieser herrliche Mann und dann Millionen Leuten und er ruft: Yes, we can! 1, 2, Hartz, 4, Köln, Kalkotto, doch ich schmeiß hier. Alle Typen nehmen jetzt die Glas, hier. Menschen sagen, das ist ein Arsch. Wie lebt man mit Hartz 4? Wie lebe ich mit Hartz 4? Wie schafft man sich seinen Raum? Wie passt man seine Ideale an? Wie richtet man sich ein?